Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Hallihallo, hallöle. Eine neue Woche, eine neue Folge. Du kennst das Spiel, schön, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast. Und diese Woche mit dem versprochenen Impuls Information versus Daten. Das, was ich dir heute erzähle, ist nicht von mir direkt, sondern eben aus dem Buch Denkwerkzeuge der Höchstleister. Das hatte ich dir schon mal empfohlen, ein Buch von Gerhard Wohland. Kann ich dir, wie gesagt, nur sehr ans Herz legen. Und das, was ich dir heute jetzt hier vorstelle, war für mich eben auch neu, deshalb möchte ich es mit dir teilen. Es war für mich sozusagen eine neue Information. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, nur ich höre ganz oft den Spruch, ja, wir haben eine Informationsflut und es gibt die Flut von E-Mails, die Bücher, die erscheinen, Tagesschau, Meldungen über Krieg oder sonst was und all das wird auch Information genannt. Wenn jetzt mehr solche Ereignisse stattfinden, als du als Empfänger verarbeiten kannst, dann nennst du das eben Informationsflut und das wird irgendwie als lästig bezeichnet. Jetzt auf der Gegenseite, finde ich komisch, wird auch als Information bezeichnet alles das, was neu ist. Also wenn du irgendwas erfährst, was du schon lange mal wissen wolltest, so einen Aha-Moment hattest, dann wird das auch Information genannt. Und davon kann es doch irgendwie nicht zu viel geben, oder? Also von dem her gibt es da wohl nochmal eine Begriffsschärfung. Und das ist das, was Gerhard Wohland eben Daten und Information nennt. Daten sind formale Strukturen. Ne? Sie haben keinen festen Ort, sagt er, und auch keinen Zeitpunkt. Die lassen sich also transportieren und übertragen, verarbeiten, speichern, aufschreiben, verkaufen, stehlen, wie auch immer du möchtest. Und du findest sie eben in Speichermedien, in Büchern, in Landkarten, in irgendwelchen Zeichnungen, wenn du ein Architekt bist. Die existieren auch dann, wenn sie irgendwie niemand beachtet. Ne? So eine Konstruktionszeichnung, die existiert auch, wenn du sie nicht beachtest. Information hingegen ist halt ein Ereignis, das einen festen Ort hat, wie zum Beispiel ein Champions League Finale im Fußball. Ja, es ist ein ganz spezieller Ort. Und das lässt sich nicht transportieren, auch nicht übertragen und schon gar nicht identisch wiederholen. Das ist auch das, was wir übrigens Kontingenz nennen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Information ist die Veränderung, die sich einstellt, wenn die Mitteilung, die du erhältst, einen Unterschied macht. Und ein schönes Beispiel, das ich hier gerne nutze, ist eben ein Witz. Wenn ich dir jetzt einen Witz erzähle, den du noch nicht kennst, was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Dann kenntest du den Witz vielleicht nicht und lachst jetzt hoffentlich. Nur wenn ich dir den gleichen Witz jetzt nochmal erzähle, was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger, ist die Reaktion eine andere. Nur die erste Mal Witz erzählen war eine Information, das war etwas Neues, das hat einen Unterschied gemacht. Das zweite Mal war nicht mehr neu, das waren jetzt Daten. Dein System hat die erste Mitteilung verarbeitet, hat Informationen aufgenommen, hat sich angepasst und der weitere gleiche Reiz, das zweite Mal, ist keine Information mehr, sondern nur noch Daten. So, wenn wir darauf aufbauend jetzt weiterdenken, ist der nächste logische Schritt auch nicht weit, nämlich, dass wir dann schlussfolgern können, dass mehr Daten nicht mehr Informationen bedeuten, sondern ganz im Gegenteil, mehr Daten sogar Informationen töten können. Auch dazu ein konkretes Beispiel. Wir nehmen eine Mail. Du als Leser oder Leserin kannst jetzt daraus Informationen gewinnen oder nicht. Die Mail an sich ist erstmal nur Daten. Ne? Mit dem Beispiel vom Anfang, die existiert auch, ohne dass du sie beachtest. Nur du als Empfänger kannst Informationen erzeugen und entscheiden, was du aus den Daten an Informationen gewinnen möchtest. Wenn du jetzt also diese E-Mail erhältst und die Mails eintreffen oder mehr Mails eintreffen, als du verarbeiten kannst, dann gehen auch die Mails verloren, aus denen du hättest Informationen gewinnen können. Also bedeutet in dem Fall mehr E-Mail-Input kann dazu führen, dass eben Informationen, wichtige Informationen für dich verloren gehen. Was kannst du jetzt daraus für dich mitnehmen? Also neben der Tatsache, dass ich es eine wichtige Unterscheidung finde, eine interessante Unterscheidung, ist die doch so oft geforderte Transparenz eben nicht dadurch herstellbar, dass man möglichst vollständig oder alle möglichen Daten mitsendet, sondern dass du vielleicht in Zukunft darauf achtest, unwichtige Daten einfach wegzulassen. Und gerade
in den sehr dynamischen Umgebungen, in den komplexen Umgebungen, wie Martin und ich ja immer sagen, ist Information eben lebenswichtig. Deshalb eben auch so wichtig, dass man an die wichtigen Informationen drankommt. Weniger ist also mehr, bewahrheitet sich auch in diesem Fall. Ich wünsche dir eine schöne Woche, hab eine gute Zeit, lass es dir gut gehen und bis dann. Dein David. Ciao.